Jo, servus, heute ist der Freitag, der 1. Mai, heute ist Feiertag. Nachdem ich ja jetzt dringend noch weitere Weidefläche einzäunen will, weil ja auf der bisherigen Weide mangels Regen nicht genug Aufwuchs war, sodass sie dann demnächst weiterziehen müssen. Die große Mutterkuhherde, habe ich heute früh nochmal beim Frühstück geschaut, ob es denn in der Nähe jemanden gibt, der bei eBay Kleinanzeigen druckimprägnierte Pfosten, also Weidepfosten, irgendwie verkauft. Ja, bin natürlich gleich fündig geworden. Ein sehr, sehr gutes Angebot, 50 Kilometer entfernt, habe ich schnell abgeholt. Und die bringe ich jetzt noch auf die Weidefläche, also ich lege die da schon mal hin, wo sie hin müssen. Und nachdem es heute nicht viel, aber ein bisschen was geregnet hat, also gute 5 Liter, 6 Liter, bis jetzt lässt sich das wahrscheinlich dann auch leicht mit dem Frontlader reindrücken. Ich zeige euch die mal schnell, die sind hinten auf der Ladefläche. Wie der Grund, warum ich dieses Auto so lieb. Also da. Ich meine, die sind noch in einem brauchbaren Zustand, die sind zwar gebraucht, aber dafür habe ich sie heute am Feiertag gekriegt und für, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Preis. Ja, das sind die. Haben wir noch ein bisschen so Pferdeisolatoren dran. Ich meine, die sind jetzt nichts für mich, aber das ist ja völlig wurscht. Ich brauche bloß den Pfosten an und für sich. Und die drücke ich jetzt im Frontlader rein, auf die Ecken und auf die langen Strecken von der Weidefläche. Und zwischendrin kommt meine Mobilzaunpfosten mit 1,5 Meter, die Kunststoffpfosten, die weißen, wieder zum Einsatz. Jo, dann bringe ich jetzt die mal in die Ecken aus. Servus aus dem regnerischen Pullendorf. Heute ist nach dem Hauptjob nochmal Zaunbau angesagt. Jo, eigentlich kein schlechtes Wetter, regnet schön. Steht die vor sich hin. Das heißt, das tut dem Grasaufwuchs auch gut. Jo, ich habe jetzt noch Pfosten gesetzt gehabt. Da schraube ich jetzt noch Isolatoren rein und ziehe die Litze, weil dann morgen sollen die auf eine andere Weide. Und deswegen muss ich heute noch ein paar Vorbereitungen treffen, dass ich morgen nicht ganz so viel habe. Jo, ich bin vorhin gefragt worden, was man um die Uhrzeit noch macht. Zaunbau, ganz logisch. Ja, Grüße gehen raus an meinen Freund Peter von Country Life Germany. Herr Peter, abends wird der Faule fleißig. Gut, ich schraube jetzt mal rein. Ja, ich bin jetzt ziemlich beeindruckt, was so ein bisschen Ring ausmachen kann. Plötzlich schießt das Gras raus. Also war dringend notwendig. Allerhöchste Eisenbahn. Ja, und dann die Pfosten. Ich glaube, habe ich schon gesagt gehabt. Die habe ich am Feiertag dann auch schon nicht cool gehabt. Frontlader reingedrückt. Sind vielleicht ein bisschen lang für meine Zwecke, aber gut. Dafür stehen sie stabil als Eckpfosten. Und die waren richtig günstig, also nicht umsonst fahre ich am Feiertag einfach mal schnell 50 Kilometer spontan, um die Pfosten zu holen, weil der Preis ist heiß, ne? Und die Dinger, denen fehlt nichts. Die sind zwar ein bisschen bewittert, aber nicht ausgewittert und stabil und sogar optisch finde ich sie noch verträglich. Also sie stammen wohl aus dem Pferdebetrieb da, sieht man es. So Bandlitzen kommen da durch, eben dann auch deswegen die Höhe. Gut, brauche ich jetzt nicht. Halbieren hätte sich jetzt nicht rentiert, das wäre nicht ausgegangen. Stehen sie halt ein bisschen weiter raus. Dann sieht man sie wenigstens, falls der Aufwuchs doch mal so hoch werden soll. Jo, da ziehe ich jetzt noch bei diesen, was haben wir da draufstehen? Ich glaube, 18 Stück habe ich jetzt auf der Weide in die Ecken reingesetzt. Also richtig stabil. Und da ziehe ich jetzt überall noch, wie gerade gezeigt, die Isolatoren rein. Da nehme ich immer meine feste Höhe. Die habe ich mal auf dem Besenstiel mit Isolierband markiert. Brauche bloß daneben stellen, Isolatoren reindrehen. Jetzt, wie ich von Arbeit gekommen bin, wollte ich natürlich auf die Schnell noch. Da habe ich für einen Akkuschrauber so einen Einsatz, der speziell für diese Isolatoren ist. Der richtig schön packt. Nehmen. Ich finde ihn nicht spontan. Naja, alte 32er Nuss. Schraube hinten durch. Mutter gegen gekontert. Funktioniert bestens. Also 32er Nuss geht genauso gut. Warum Geld ausgeben? Na gut.
Ich mache jetzt mal weiter, bevor es dunkel wird. Und ja, ich möchte dann irgendwann auch ins Trockene und Feierabend machen. Also man sieht sich. So, heute spontane Planänderung. Aber macht ja nichts, ich habe heute frei im Hauptjob. Ich war gerade nach dem Einkaufen nochmal beim Landmaschinenhändler. Hab ich gedacht, ich fahre mal auf gut Glück vorbei, wie weit das Mähwerk ist. Und schau her, er steht abholbereit da. Habe ich natürlich am Pickup hinten, glaube ich, drauf den Abstellstützen mitgenommen und die ganzen Bolzen und Zubehör und Anleitungen und die Gelenkwellen. Und jetzt haue ich noch schnell einen Kanister Diesel in den Steyr rein und fahre mal rüber und hole das schöne Ding. Also ich bin aufgeregt wie ein Kind zu Weihnachten. Echt schön, also freue mich. Ich schalte gleich wieder ein, wenn ich drin beim Mähwerk bin. So, da ist es nun endlich. Mein neues Krone-Mähwerk. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das am Futtertisch reinbringe von der Höhe. Ich bezweifle es fast, außer ich baue die Stützen weg. Mal schauen. Ja, ich mache dann morgen nochmal ein Video, beziehungsweise morgen filme ich es einfach nochmal und klappe es einmal aus. Das zeige ich es nochmal im Ganzen. Jetzt tue ich erstmal schnell rein und dann ist Feierabend für heute. So, servus, guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai. Ich habe jetzt mal das Mähwerk nochmal an Steuer angehängt. Habe mal einen kleinen Testschnitt gemacht an einem Wiesenstreifen hinten am Rand, am Weg. Und will euch das mal jetzt kurz zeigen. Das ist das gute Stück. Krone AMR Active Mow R240. Hat eine Mähbreite von 244 cm. Und das denke ich. Super für einen Steyr passend. Ich bin sehr glücklich damit. Das alte Glas vorher hat ja keine hydraulische Auslenkung gehabt, Aushebung gehabt und war auch brutal schwer und viel zu schmal. Jo, das hier lässt sich jetzt alles wunderbar bedienen. Das ist natürlich schon dreckert, ne? Kurzer Testschnitt. Muss ich ja sagen. Ich habe jetzt dann noch eingestellt Anpressdruck, dass das passt. Ich habe eingestellt die Gelenkwellen von der Länge und die Gelenkwellenkupplung entlüftet. Tja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Regen, ein bisschen Aufwuchs. Und dann können wir mit dem Schnitt starten. Wäre doch schön. Also wunderschönes Mähwerk. Bin ich sehr zufrieden. Ich tue mal oben sicherheitshalber Produktplatzierung einblenden. Ich meine, ich kriege von Krone jetzt kein Geld, aber ich erwähne die Marke. Nicht, dass da Schwierigkeiten gibt. Ich habe das nicht ganz so auf dem Schirm, wie das funktioniert. Sicher, sicher. Jo, schönes Teil. Passt wunderbar am Steyr dran. Also gefällt mir sehr gut von der Größe. Fahreigenschaft nah. Ich habe mir gedacht, dass es ein wenig schwerer ist. Also es wiegt bloß 520 Kilo. Da bleibt man schön manövrierfähig. Für die Aushebung einen einfachen Hydrauliksteuerkreis, einfach wirkender Zylinder ist das. Das geht durch Schwerkraft. Tschau, alles. Und halt, ich finde es halt klasse, so sinnig durchdacht und so schöne Detaillösung für Krone. Also gefällt mir wirklich gut. Wenn man dann da die Hydraulikkupplung, kann man, wenn man es abstellt, da einhängen. Da bleibt es sauber, Kugeln in dem Dreck rum, wird nicht eingeklemmt, wunderschön. Da ist nur so kleine Kisten drin. Ich muss mit der anderen Hand. Finde ich klasse, da ist eine Box drin, da sind eben die Ersatzklingen drin. Das ist wirklich klasse, das hat man alles auf einen Handgriff vor Ort. Wenn man möchte, also ich dachte einfach, das ist eine Thermoskanne für einen Kaffee. Aber nee, da kommt dann die Dokumentation rein. Das heißt, man kann, wenn man unterwegs ist und sich nicht ganz sicher ist, die Gebrauchsanweisung da natürlich mit reintun, Bedienungsanleitung. Wunderschön. Fahrsicherung, also Überlastsicherung, logisch, Standard, klar, wird von zwei Federn entlastet. Jo, was kann man noch dazu sagen? Ja, lässt sich schön auf und zuklappen, also von jeder Seite schön prima erreichbar. Da kann man dann schön die Wartung durchführen. Wartung ist ja sowieso so eine Geschichte. Da sagt Krone, der Balken ist auf Lebenszeit mit Öl gefüllt, das heißt, da muss man nichts wechseln. Soll mir recht sein. Jo. Dann zeige ich jetzt nochmal, wie es aufgeklappt ausschaut. Dazu fahre ich jetzt noch einmal hoch.
Jo, so schaut das gute Stück aufgeklappt aus. Also, fällt mir richtig gut. Macht eine gute Figur am Steuer. Das klappt eben 100 Grad auf, damit der Schwerpunkt mehr zur Mitte hin vom Schlepper verlagert ist. Das merkt man richtig schön beim Fahren, also lässt sich gut fahren. Und jo. Dazu habe ich dann noch so schöne Abstellstützen gekriegt. Also, die stellt man dann da so rein und stellt das Mähwerk eben in Transportstellung so hoch, ich glaube, bis es ist ab. Wenn man schön sieht oben, der Schutz ist klappbar, das heißt, da kann man auch mal in eine ganz so hohe Hallen, Garagen oder Scheunen reinfahren und das abstellen. War mir ganz wichtig, da mal alles relativ älteres Baujahr bei uns ist und da eben die Deckenhöhen nicht so wahnsinnig hoch sind, dann kann man das mal auf verschiedene Ecken einstellen, wo man es halt gerade braucht oder nicht braucht. Tja, das ist das Mähwerk. Das nächste Mal seht ihr es, wenn es live im Einsatz ist, beim ersten Schnitt, der hoffentlich bald ist. Jetzt habe ich mich dann doch dazu entschlossen, die Herde nochmal umzusetzen, weil den Siloballen oben, den ich in die Raufe rein habe, der hat ihnen heute scheinbar nicht mehr getaugt und sie wollten jetzt unbedingt frisches Gras fressen. Jo, dann geht's halt rüber auf die nächste Weidefläche. Auch wenn die noch nicht zu 100% so weit ist, aber ja, kann man schon drauf lassen. Zeig's mal schnell. Das ist so das Maximum, was momentan bei uns steht. Ja, ist in Ordnung. Hält wieder ein bis, ich denke mal, das sind jetzt 3, bei zerquetschte Hektar. Ne, 3 Hektar sind's. Ja, das ist halt 1,5 Wochen lange. Und dann geht's wieder weiter. Und dass sie sich heute alle in Brüllochsen verwandelt haben, das heißt, die schreien das ganze Tal zusammen. Das ist der Wahnsinn. Wenn jemand die Sirene von The Purge kennt, Horror-Action-Film, genauso klingt das, aber richtig laut. Das hallt fünffach wieder. Und wenn 10 von denen gleichzeitig brüllen und das nonstop, ja, nicht, dass irgendjemand denkt, ich quäle hier meine Tiere. Also gehen wir heute schon rüber auf die Weide. Ich fahre halt dann oben das Futter, was noch in der Raufe auf der anderen Weide liegt, halt rüber, weil das wird sonst auch schlecht. Zu verschenken haben wir nichts. Und das genieße ich dann nachher oben auf einer dementsprechenden Raufe. Jo, was bei der Weidefläche ein Problem ist, ist, da ist eine Quelle, beziehungsweise könnte auch eine Drainage sein, die verstopft ist oder zu ist. Da ist es dauerfeucht. Jetzt haben wir da eben so eine Insel ausgezäunt, da ist eine und unten ist auch nochmal eine, damit die das nur noch größer treten. Also das war ursprünglich ganz klein und beim ersten Beweiden vor der Flächen haben sie es sehr weit ausgedehnt. Und ich habe es jetzt einfach eingezäunt, beziehungsweise ausgezäunt, dass die dann eben das nicht vergrößern. Zudem tendieren sie dann immer dazu, so stehendes Wasser. Also ich meine, das ist ja wurscht, ob die jetzt in den Schlamm gehen, ist mir völlig egal. Also dann schauen sie halt ein bisschen aus, die werden auch wieder sauber. Das ist nicht das Problem. Und das bisschen Fläche, was dann dem zum Opfer fällt, was sie da breit treten und vergrößern von dem Feuchten, ist mir auch egal. Was aber wirklich schlecht ist, ist, die saufen dieses stehende Wasser. Dieses stehende Wasser saufen die dann. Das habe ich im ersten Jahr beobachtet und habe dann natürlich gleich einen Zaun rumgezogen. Das geht überhaupt nicht, weil dann können wir uns entwurmen und alles sparen. Das können wir dann wöchentlich machen. Jo. Jetzt noch den Zaun fertig gebaut. Also da habe ich den Mobilzaun abgenommen gehabt, schnell den Mobilzaun aufgestellt. Das ist das jetzt die Weidefläche, an der ich diese Holzpfosten ans Eck gesetzt habe. Man sieht es da oben recht schön. Die sind dort ideal. Die sind immer auf der Gerade und dann auf allen Umlenkpunkten, wo der Zaun einen Knick macht. Und dann dazwischen stehen die Weißen. Da sieht man sie recht schön, wo der Schlepper steht. Gut, die sind ein bisschen lang. Könnte man oben 40 cm, 50 cm abschneiden. Braucht es aber nicht. Ich meine, die kann man wieder rausnehmen und woanders reinsetzen. Vielleicht braucht man sie mal höher. Und halbieren wäre, habe ich glaube ich schon erwähnt gehabt, auch keine Option gewesen. Weil halbiert werden sie dann zu kurz. Wenn man sie am Boden noch eintreibt, stehen sie keinen Meter mehr raus. Jo, jetzt muss ich da noch ein bisschen Litze fertig ziehen. Oben Batterie anschließen und dann Litze über die Straße spannen. Dann schicke ich die Drohne in die Luft und ich hoffe, dass dann alle reibungslos und zügig, also wirklich alle, ich hoffe, dass die klaren Arme drüber gehen, dann auf die nächste Weide marschieren. So, werden wir gleich sehen. Ich habe jetzt rüberwärts Litze gespannt. Die setze ich jetzt gleich mit unter Strom.
Und die Drohne kreist. Ich hoffe, es gibt ein paar anständige Bilder. Und dann setzen wir den ganzen Laden mal unter Strom. So, dann schauen wir, ob da drüben das rüberreicht bis zu meinem Pfosten, so wie es gedacht war. Geschätzt ist nicht gemessen, ne? Dann schauen wir mal. Oh oh oh. Oh 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 oh. Naja, das klappt gerade so wunderbar. So, dann wollen wir sie mal rüberlassen. Auf drüben passt der Zaun, ich habe nichts übersehen. So, dann kommen die jetzt wahrscheinlich gleich hinter mir. So, kommt er, kommt. So, hopp weiter. Hol ab, hol ab. So, jetzt haben wir noch zwei Nachzügler. Das ist unser Schneewittchen und unser Cäsar. Also unsere ganzen Waisentiere eigentlich. So, ihr kommt jetzt auch noch mit. Dann muss ich einmal hinter die Tiere gehen. Dann trauen sie sich auch durch. Die sind eher schüchtern, die zwei. So, jetzt zwei, hopp, auf geht's. Hol ab. Hol ab. Hopp, ab. Hopp, ab. Hopp, ab, hol ab. Hol ab. Hoppa. Hol ab. Hol ab. Jawohl. Super, hoppola, weiter geht's. So, ich hoffe, die Herrschaften sind zufrieden. Na gut, dann machen wir hier mal zu. Ende aus Mickey Maus. Einmal da drüben die Litze rein. So, jetzt muss ich also mit einer Hand, so, machen wir hier noch zu, Federtore. Okay, jetzt gibt es noch ein paar Bilder von der neuen Weide mit der Drohne. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
hektisches Grasen, als gäbe es morgen kein Gras mehr. Aber ich meine, ist ja okay. Ich meine, oben war bloß noch konserviertes Futter in der Raufe, also Siloballen und ein bisschen Heu. Ist natürlich alles nicht so lecker wie frisches Gras. Na, schauen wir mal, wie lange die Fläche jetzt reicht. So, jetzt gibt es gerade auch die Drohne, landet gerade zur Landung an. Ja, ich hoffe, dass die Bilder jetzt einigermaßen geworden sind und dass es Spaß macht anzuschauen. Ich lege wieder ein bisschen Musik drunter, dass es ein wenig kurzweiliger ist. Und dann gucken wir mal, was heute noch auf dem Agenda steht. Jetzt auf jeden Fall noch das Wasserfass fahren. Da hänge ich jetzt gleich noch mal das Fass an und fahre es innen runter, weil viel Fressen macht ja auch Durstig. Und dann sollte es das für heute gewesen sein. Ich kann noch mal schnell den Stromzaun messen, wie die Stromstärke ausschaut. Jo, maximaler Ausschlag auf dem Gerät. Also passt das auch. Ihr, wenn wüsstet, dass es nicht alles auf einem Fleck ist, sondern dass da hinten noch 3 Hektar auf euch warten. Ah ja, süß seid ihr. Ihr Mockel. Süß. Ja, ich brauche aber noch mehr Weidefläche. Wenn wir noch ein paar Kälber kriegen, dann ist das alles ein bisschen wenig Weide. Also es ist schon sehr knapp, gerade wenn dann so ein Jahr wie das ist. Oder letztes Jahr war es ja, und das davor war auch ähnlich sparsam vom Futter. Dann reichen die Flächen einfach nicht aus. Dann sind die ratzfatz Kalk fressen. Der Aufwuchs ist zu langsam. Und dann kriegen wir das nicht gedeckelt. Zudem stehen jetzt auf diesen kleinen Weideflächen eh viel zu viel Viecher drauf. Dass es ganzjährig reichen wird. Unten bei der Bullenweide, wo der Hugo eben mit seinen Kumpels draufsteht. Das kann man ganzjährig nehmen. Da kommt aber auch kein zusätzliches Tier mehr hinunter. Gegenteil, wenn jetzt dann der Aufwuchs jetzt stagniert, kommt noch eins hoch, dass der wirklich unten komplett Vollweide das ganze Jahr hat. Und zumindest bis Ende der Saison. Und dann müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall fängt jetzt demnächst die Mähsaison an. Das Ackergras ist bald soweit. Können wir die ersten Siloballen pressen lassen. Bei uns ist es alles sowieso ein bisschen später drin als woanders. Und woanders war es das Jahr schon spät. Und ja, dann warten wir mal, was das Jahr so an Futter bringt. Ich hoffe, dass die Heuernte gut ausfällt, dass wir unter dem Jahr gut zufüttern können. Aber ja, hat man nicht in der Hand. Ne? Da muss man so nehmen, wie es kommt. Wie hast du schön, ist wie es ist. Also bis dann. So, während das 2-Kubik-Fass jetzt voll läuft, gebe ich euch nochmal kurz von oben vom Hügel ein Überblick über diese neue Weide, der Stadelranger, wie es bei uns im Dorf heißt. So, das ist eben die große weitläufige Weide. Es ist noch relativ viel Geschrei. Alles nur ein bisschen nervös und schaut erstmal die ganze Herde, wo die Grenzen entlang gehen. Dann wird nach Mami gerufen. Jeder schreit ein bisschen, jeder hat was zu sagen. Ja. Eigentlich eine wunderschöne Weide. Vor allem die ist gegenüber von unserem Küchenfenster. Das macht es besonders schön, wenn man früh rausschaut und vom Küchenfenster aus die Tiere sieht. Ja, jetzt ist ein Geschrei und ein Gewusel. Na, servus ihr. gibt nichts Schöneres, als wenn die rennen. Wenn die Horden fliegen. Die Sturmfrisur. Na ihr. Bergsteiger. Also das ist schon ein ganz schöner Rang da. Aber dafür sind sie gemacht, ne? Das ist eine Hochlandrinde, eine Tieflandrinde, ne? Nee, super. Das ist echt ein schöner Anblick. So, jetzt hoffe ich, dass dann bald mal wieder Ruhe einkehrt. Ich glaube, das geht jetzt noch eine halbe Stunde so. Und dann ist der A wieder gut.
Und ja, ist die Aufregung, ganz klar. Die Schreie und Schimpfen, Renner. Viel, viel Freude ist dabei. Also ist schön, wenn man den Ausdruck dann an den Tieren sieht, von Freude. So, so leichtes Hüpfen im Gang. Jeder brüllt ein bisschen, weil sie eben auf der Fläche sich nicht permanent alle sehen. Gerade die Kälber sind jetzt am gucken, wo denn die Mütter sind. Weil die Fläche sich so schön verläuft durch dieses Berg und Tal. Ja, und das ist meistens unter den Bäumen da die Liegeposition. Also da liegen sie meistens frühs oder dann auch tagsüber, wenn sie dann Schatten brauchen. Und da kann man wunderschön vom Küchenfenster rüberschauen. Ist ein toller Anblick, wenn man früh aufsteht, in die Küche geht, aus dem Fenster schaut, oh, schau die Tiere. Da herum ist es nämlich richtig, richtig fettes, saftiges Gras. Das glaube ich sofort, dass das schmeckt. Naja, schauen wir mal, wie sie arbeitet. Herum lasse ich nämlich einmal die Fässer voll und fahre sie dann runter. Können sie dann ruhig saufen. Das reicht dann wieder für 4 Tage. Und jo. Wieder erfolgreicher Tag, wieder schöner Tag mit den Highlands. Also für mich eines der schönsten Hobbys der Welt. Und dann werde ich das Video, denke ich, auch schon wieder hochladen und schneiden, bevor ich wieder 2 Wochen auf mich warten lasse, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Und wünsche euch dann viel Spaß beim Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Die Statistik sagt, ich habe immer noch 50% Zuschauer, die keine Abonnenten sind. Darum abonniert doch einfach unten, das tut nicht weh. Drückt den Knopf, drückt die Glocke. Ich freue mich drüber. Ich freue mich auf euch beim nächsten Vlog. Servus und Ade.